So, herzlich willkommen zum 22. Let's Play von God of War 3 Remastered für die 4. Das ist das schwerste Rätsel in dem gesamten Spiel. Also bei der 3 wäre sind wir so viele Versuche gebraucht, das ging gar nicht. Schnell hoch hier. Oi, da fängt der schon wieder an. Das sollte eigentlich nicht sein. Die brauchen wir wirklich fast jede Sekunde. Na komm. Bewegung, Bewegung. Hoch hier. Ich weiß, Kratos, du bist Bodybuilder und kein sonst was Sportler, aber trotzdem, das muss sein. Weil sie brauchen wir. Oh, ey, schon wieder. Na los, hoch hier. Ey, Kratos, ey, benimm dich mal ein bisschen. Da weiß ja gerade nicht, dass wir das aufnehmen wollen. Ja. Da benimmt sie sich wieder. Na, oh, schon wieder. Der will unbedingt, dass sie ja säuft. Ne? Hä? Ah, ich wollte schon sagen. Hier, die Stelle hier. Die hat die ganze Zeit wird nicht bemerkt. Ich bin immer runtergesprungen oder da versucht runterzulaufen, ja. Ja. Am Anfang bei der 3-Version. Oh. Unglück gehabt. Ja. Nur wegen dieser einen Stelle, weil ich die nicht bemerkt habe. Komischerweise. Du nicht weißt, ist ja klar. Mal drücken. No, ihr schafft. Beim zweiten Versuch, den ersten habt ihr nicht gesehen, weil ich den abgebrochen habe. Deswegen habe ich auch die Aufnahme hier schon gestartet. Beim zweiten Versuch diesmal geschafft. Und du nicht abgesoffen, das ist gut. Mal gucken, was hier drin ist. Jo, ein Minotaurushorn. Ein Item, was wir noch nicht voll haben. Okay. Jetzt fehlt mir noch eins. Jetzt hast du noch einen. Das ist auch voll. So. Oh, einmal speichern. Danke, Kratos. Unsere Reise ist längst nicht vorbei, Pandora. Und am Ende wirst du mir nicht mehr dankbar sein. Ich sehe so aus, aber ich bin kein Kind, Kratos. Ich habe schon viel Schlimmes gesehen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, was uns erwartet. Ich habe Zeus meinen Vater foltern gesehen. Er wurde geschlagen wegen mir. Ich hätte helfen müssen, aber ich hatte Angst. Hephaistos tat, was jeder Vater tun würde. Sein Kind beschützen. Nein, ich trage die Schuld. Aus Furcht habe ich ihn enttäuscht. Furcht ist auch eine Art Dunkelheit. In der Dunkelheit habe ich die Götter über mich reden gehört. Sie nannten mich ein Monster. Worte bedeuten nichts. Vielleicht. Aber ihre Worte zeugten von Furcht. Furcht vor einem arschfahlen Krieger. Furcht vor dir. Als die Furcht der Götter wuchs, wich meine der Hoffnung. Hoffnung ist für die Schwachen, Pandora. Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Das hat man von der Hoffnung, Kind. Das solltest du dir gut merken. So, und jetzt wird das ganze Labyrinth mich nach oben mitgenommen. Zack, zack, zack. Aber vorher gibt es noch ein paar kleine Gegner. Ja, ich hoffe, wieder das wissen wollen. Ja. Also ungefähr so 3 Videos werden es auf jeden Fall noch 3 bis 4 Videos und dann kommen auch schon den Ende und zack. Ah, jetzt kommen die Typen schon wieder, da brauchen wir natürlich wieder die Handschuhe. Ah, mit den Ringen können das nicht so. Das kann. Ja. Aber die können die Schilder nicht.
Ja, am Anfang konnten wir noch was machen. Aber jetzt bringt das nicht mehr. Bei der Stelle tischen sie nochmal alles auf, was sie haben. Oh, heute werden Gegner saniert. Ja. Da ist eine versteckte Truhe. Da, daran erkennst du die. Siehst du das? Leuchten da? Hm. Die Punkte, da erkennst du die versteckten Truhe. Weil du musst die auch holen, ne? Bei dir auf dem Stand. Dann fängst du das ja noch an. Ich fange erst mal an. Ich hab das Spiel jetzt noch nicht weiter runtergeladen. Ich hab's jetzt nicht mal gekauft. Im Store. Damit Sony weiß, dass das dann schon Level 1 ist. Dadurch, dass ich es gekauft habe. Ja. Das Geniale ist ja, die 3-Version ja, hat kaum Unterschiede. Nur bei dem einen hinten bei Dings in Nave Bordita, da gibt es einen kleinen Unterschied. Bei der 4-Version sagen die, das ist nichts für kleine Kinder. Und so sagen die, und bei der 3-Version sagt die irgendwie diese Kraft, ich bin richtig neidisch oder irgendwie so. War das auf jeden Fall, das ist ein Unterschied. Die 4-Version läuft auf 60 Bilder, auch wenn es mit 30 Bilder gerade aufgenommen wird, weil wir nehmen ja über die Konsole direkt auf, nicht über die Elgato, deswegen ja. Weil die funktioniert zurzeit nicht, weil ich einen neuen Lappy holen muss. Und bei der 3-Version läuft das Spiel auch auf 30 Bilder, aber das sieht trotzdem sehr gut aus. Also man sieht, das heißt zwar remastered und so, aber man sieht das auf dem großen Fernseher. Sieht man die Unterschiede, aber auf dem kleinen sieht die 3-Version und die 4-Version gleich aus. Zack. Gewonnen. Ein paar kleine Sachen gibt es Unterschiede. Auch die kleinen. Es sind kaum noch Segen zu sehen, denn die 3-Version sind leider so viele Segen. Nee, das ist eine extrem gute Kantenblättung. Auf dem Fall sind auch keine Segen, sehen aus, wenn die fahren. Und der Farbknochen am Anfang siehst du das. Mhm. Das ist aber selbst bei der 4 ein Problem zu sehen. Ja, nur bei der 3 war ein bisschen doller. Das ist am Anfang, wo die Brücke da unten gezeigt wird. Da im nächsten Video, da ist man versehen. Ich finde das schon ein bisschen stimmen. Ein bisschen stimmen. Hier stand am meisten diese Geister oder was es sein soll. Dieser komische Tod hier. Pandora haut nur ab immer. Ja. Kümmern wir dann. Pandora ist extrem mächtig. Aber leider kann sie ihre Kraft hier nicht einsetzen. Leider. Und zack. Bon. Da, Sie sehen, Pandora wurde eben angegriffen, sie ist einfach nur ausgewichen. Ah, oh, das sehe ich schon wieder. Ja, komm ruhig raus, du musst dich nicht immer verbuddeln. Komm raus hier. Na, Pandora, ich wollte dich nicht. Ich wollte das hier greifen. Weil das hier nicht so mal einbuddelt. So. Zack, erste Truhe. Mal gucken, was drin ist. Aha, das Item haben wir schon auf Maxi. Der hängt da immer noch. Ja, aber der ist auf jeden Fall blutig, ist mir aufgefallen. Das ist jetzt blutig, ja. Es ist mir vorher auf der 3-Version nicht aufgefallen. Ja, ist jetzt blutig, dieser. So, Pandora, einmal rein hier.
Der sieht jetzt tot aus, der hängt da so. Ja. Ja, da war da eigentlich gar nichts. Da wundere ich mich auch, warum der da schon tot ist. Hier oben habe ich auf der 3 schon abgeguckt und so. Hier war zwar eine Truhe, aber die lasse ich erstmal aus, ja. Weil es kommen noch genug Truhen. Und da ist auf jeden Fall ein, zwei in diesen E-Teams noch drin. Einfach nur geil mit dem blauen Licht. Jo, sieht das gut aus. Muss ein hellblauer sein, nicht? Eigentlich nicht unser Blau, das ja. Ist halt das hellblau. Sieht trotzdem gut aus. Die Kette Kratos. Mein Vater hat mal gesagt, sie regle das Mächtegleichgewicht im Olymp. Zerbrich die Kette, dann hebt sich das Labyrinth. Warte hier. Einfach mal so runtergestürzt. Ja. Das ist auch der einzige Teil, wo Kratos Flügel hat. Und schon von Anfang an. Oh, die Stelle ist auch schwer. Da habe ich mit einem KP noch die 3-Version geschafft. Ja, das mal eigentlich bei der 3-Version hatte ich die Stelle mich nicht dafür sterbt. Boah. Zeig mir schon mal einen Treffer weniger als bei der 3-Version. Ja. Das war, oh, schon wieder. Aber das zieht zum Glück nicht so viel ab. Oh, das war ihn knapp. Ja. Ja, und durch dieses blaue, durch dieses weiße Licht irritiert das noch ein bisschen. Jo, ich habe wieder ein paar 2 Treffer rausgeholt, die ich am Anfang verschwendet habe. Ja. Boah. Oh, ja, man kann auch nicht so schnell lenken, das ist das Problem. Ein paar muss man ja leider mitnehmen. Aber ich bin trotzdem noch einer oben angekommen. Ich glaube, das war schon der letzte. Ja, war der letzte. Haben sogar ein paar KP mehr gehabt als bei der 3. Ja, komm, du willst auch nochmal. Ja, eine schöne Eisattacke für dich. Nur noch mal gestreichen, Tabu. Das sind jetzt haben wir auch das noch nicht. Ah, die muss ich so platt machen. Ja, der hat 3 Stück davon. Jetzt hat er noch einen. Oh. Und das war's jetzt. Und Latsch. Den letzten, da muss man keine Kombo drücken. Oh, die fliegen ja schon wieder. Den fliegen ich auch schon gerne die Mana. Aber das sind die stärksten Flieger in dem Spiel, ja? Jedenfalls von den normalen.
Und jetzt muss ich mich hier nochmal hoch. Aha. Da siehst du, die Truhe ist nämlich wiedergekommen. Die habe ich eigentlich geholt. Und hier kriegt man noch ein paar Truhen, die man am Anfang nicht holen konnte. Genau, ich musste erstmal hier drauf drücken hier, damit das Tor hinten aufgeht. Okay. Was sind das? Und die blauen Dinger, die du hinten am Kopf siehst, die musst du den jetzt so runterpelzen. Ja. Und die nächste Truhe, klack. Natürlich die hier. Die Löwenhandschuhe. Klatsch. Hm? Er lässt das erste Ding schon mal los. Ja. Jo, ein paar Kleppen ohne. Die Kiste. Die saß sich ja runter von mir. Da würde ich auch mal küssen. Und wenn das gut läuft, schaffen wir heute sogar noch Zeus. Wir sind nämlich jetzt da oben und wenn das Video schafft, das ist ja fast geschafft, wie mir gerade eingefallen, dann wird das jetzt ein etwas längeres Video und danach kommt das Finale. Noch das Ding in der Mitte ganz unten kriegen. Wieder nicht gewesen. Aber es kommen noch ein paar Truhen. Zwar noch nicht alle. Das ist der Ding. Ja. Einen noch. Mhm. Der ganz links. Ja, ihr schon wieder. Nimm das hier. Zwei von den starken kommen auch nochmal hier. Schickt mal ein paar Monster hierher zur Kratos, der langweilt sich ja schon. Kratos mal gerade aufwärmen trinken. Höchstens. Ja. Da ist noch eine Truhe. Mal gucken, was hier drin ist. Jo, das letzte Horn. Ich glaube, wir haben jetzt alle drei Füllhorn erhalten. Zack. Mal gucken. Ja, ich glaub, ja, Magie war ja. Jetzt haben wir alle. Alle Dinge haben wir jetzt da. Ja, einer dieser Briefe. Und zack. Den öffne ich schon mal, aber den brauche ich jetzt noch nicht nutzen, weil einen so ein Ding muss ich noch benutzen, ja? Den einen muss ich mir noch runterkloppen, genau ihm hier unten. Ja, ihr wollt auch nochmal. Könnt ihr gern kriegen. Ah, das ist der Stark wieder. Worms. Schon vorher schlecht, weil der ist wirklich stark. Vielleicht wird das sogar das längste Let's Play hier. Weil ich bis dahin, wo man gegen Zeus und Zeus selber wird auch sehr lang werden. Weil Zeus will ich nicht gerne in zwei Let's Plays aufteilen. Der soll in einen Let's Play werden. Da kommt noch was? Renn ich noch was? Nee. Und runter, ja. Zack. So, jetzt haben wir alle los. Lass mal los.
Und nach oben erstmal wieder. Jetzt kann ich nämlich die Abkürzung verwenden. Zerstört. Aber hast du gemerkt, die letzte Truhe war knapp gewesen? Ja. Ja, das Ding wiegt doch zig Tonnen. Ja, klar. Und weil das Ding so gespannt war, klappt das alles weg. Okay, wer bist du denn? Was ist Pandora? Das ist Kratos! Zeus weiß von meiner Flucht! Schnell! Ich kann ihn hören! Er ist hier! Bitte hilf mir, Kratos! Schnell! Und hoch hier. Kling! Drei weiße Männer. Das waren die, die ich dahin gemacht habe. Oh, der war doch knapp. Ja. Das ist ein Hitzesturm, der da hochgeht, deswegen. Jo, nicht einmal treffen lassen. Geil. Und das Labyrinth muss ich jetzt ja hochdrehen. Pandora! Pandora! Athene! Es ist schon gut, Kratos. Denk an deine Aufgabe, Spartaner. Vergiss nicht, warum du so weit gekommen bist. Mach dich bereit, Spartaner. Du weißt, was du tun musst. Ich hebe jetzt das Labyrinth und bringe sie zu ihrem Platz. Okay, nochmal Ketten klettern. Ja. Das oder das danach? Eins von beiden ist das längste Let's Play. Muss nur aufpassen, wir können nicht länger als eine Stunde aufnehmen. Dann muss ich mich ganz schön beeilen. Das ist das Geile mit einer Garde, da kann man länger als eine Stunde aufnehmen. Oh, kann so ein Let's Play lange werden. Na, Kratos, was soll das jetzt wieder? Die Truhen da sammle ich jetzt nicht ein. Das war sonst ein bisschen kritisch. Genauso wie bei Zeus. Wenn der Abspann kommt, den werde ich auch nicht mit aufnehmen. Und jetzt kommt man da auch richtig ran und so. Und dann kommt gleich hier die Szene mit Zeus hier. Wobei das Labyrinth oben ist. Heftig, ey. Was da passiert, war nur ein bisschen drehen, ja. Und den Boden, das ganze Ding kommt da jetzt so hoch. Und das wiegt ja einiges an Tausende von Tonnen. Und Kratos, der tut so als ach, wiegt der gar nicht. Und zack. Da ist ja auch weise Technik drin, ne? Ja. Die ganzen Zahnräder? Ja. Dann
noch so viele andere Sachen? Es war die Flaschenzucht-Technik, die dabei Kratos ist, aber trotzdem liegt das eine das. Er will das Labyrinth heben, ja, aber guck mal. Denn da ist nicht mal viel dran, ne? Boah, wie episch das aussieht, ne? Genau, da hebt sich alles neben ihn ab und ach naja, ich mach mal weiter. Ja. Klar. Passiert auch gar nichts. Nö, da. Stürzt im Palast dann nicht. Muss doch nicht. Das ist auch nicht. Aber der, guck mal, der Weg da bleibt ja. Ja. Da ist die Büchse. So, dann war's das immer für das Let's Play. So, wenn... Ich sehe es, Kratos. In der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Pandora, nicht! Du weißt, wieso ich hier bin. Du wolltest, dass ich dies tue. Ich finde einen anderen Weg. Nein, Kratos. Es gibt keinen anderen Weg. Lass mich gehen. Nein, Kind. Ich bin kein Kind. Du tust mir weh. Ah. Und da ist auch schon Zeus. Kratos, sobald der Kampf losgeht, dann verabschieden wir uns jetzt. Lass sie los, Zeus. Eine Besessenheit von diesem Ding ist inzwischen wirklich lästig, mein Sohn. Lass das Mädchen los, Zeus. Verwechsle dieses Objekt, dieses Werk des Hephaistos, nicht mit deinem eigenen Fleisch und Blut. Doch vielleicht hast du das schon, Spartaner. Deine Suche nach Pandora, dein kläglicher Versuch, für die Familie zu sühnen, die du ermordet hast, hat den Olymp ins Chaos gestürzt. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Ich sehe nur... was ich zerstören will. Mein Mitleid mit dir war bislang mein größter Fehler, Kratos. Ebenso wird dein Mitleid mit diesem Ding wahrlich dein größter Fehler sein. Dies hat nichts mit ihr zu tun. Es dreht sich alles nur um sie. Lass sie runter! Wie du wünschst. So, dann verabschieden wir uns erstmal von diesem Let's Play und kommen zum Finale. So, bis später. Und Round 1. Zack. So, bis gleich denn. Und tschüss.